RTL-Radar. Ah, haben wir schon raus. Okay, alles klar. Gut. Dann starten wir jetzt in das Match hier. In die zweite Map. Wird Pasti Astronauts das holen oder wird GamePub die zweite Map für sich entscheiden können? So, der Aufbau von GamePub noch nicht ganz klar zu erkennen. Emmy alleine Richtung Außen unterwegs. Vielleicht da einmal Richtung Außen. Sonst stellt man sich für die Halle auf, höchstwahrscheinlich. Und da steht Kalzer. Kalzer, boah, sehr starke Flex von ihm. Kann da zwei Spieler sofort rausnehmen. Den dritten kriegt er nicht. Jetzt muss man eigentlich nur noch warten, bis sie legen oder bis sie irgendwie agieren, damit man jetzt nicht hier so einfach gegen die Flex reinläuft. Und YNK ist jetzt unten. So, die Frage ist, einfach nur legen lassen. Ganz egal, defensiv gehen und legen lassen. Und wenn sie den Plan-Sound hören, dann geschlossen drauf. Sehr schön, genauso machen sie es. Und, oh, Bombe könnte sogar noch gelegt werden. Ganz, ganz bitter. Wirklich super eng. Aber für GamePub entscheidend, weil sie so auf jeden Fall mehr Geld haben für die nächsten Runden. Man sieht natürlich bei GamePub eine komplette Eco. So, hat man außen zumindest in Sache einen Hit geben können wahrscheinlich. Und in Sache, der wird wieder auf AWP gehen. Kann aber mit der USP genauso gut umgehen wie mit allen anderen Waffen auch. So, Jekams. Jekambas hat unten, oh, die Kontrolle. Kriegt aber einen guten Headshot. Jetzt wird in Sache hinterher pushen. Bombe liegt aber oben. Und Nico ist rausgenommen von Jekambas. Und damit 2:0 für die Party Astronauts. So, jetzt kann GamePub selbstverständlich kaufen. Haben wir die Bombe geplantet. Und ich würde euch gerne Antworten geben auf eure Fragen, aber wir sind jetzt gerade mitten im Cast. Wenn es nochmal eine Pause gibt, werde ich mich gerne um diese Fragen bemühen. Aber gerade nicht. So, Zugriff in die Stadt, Kalzer. Kann nur einen einzigen Spieler rausnehmen. Bedeutet, GamePub steht jetzt mit 4 Mann auf dem Spot und Enza, Jekambas und Blackmagic, die müssen jetzt hier den Spot retaken. Das wird sehr schwierig. Also sie haben zwar noch eine Smoke und eine Flash und eine HE. So, hinter City Shaft wird gesflasht und Enza kann als einziges noch einen Frag rausnehmen. Wow, stark von ihm. Rechnet aber 0 mit dem City-Schacht-Spieler und wird auch rausgenommen. Ich habe es spanisch ausgesprochen. In Sache halt. Die Trabajo. So. Und Party-Astronauts. 2:1 müssen aber jetzt sofort in die Eco. Also GamePub. Schön mit der ersten Equipped hier durchgekommen. Ist eine ganz wichtige Sache, falls man die Pistol als Terror auf DE Nuke verloren hat. So, ein sehr schöner Push da. Konnte sich die Waffe schon mal picken. Das ist ganz wichtig. Und Rainy ist da jetzt im Vorraum drinne. Und hat vor allen Dingen auch die Bombe. Das ist auch ein großer Punkt. Also, man kann jetzt hier eventuell die Runde wirklich hier gut entscheiden für sich. Der Einzige, der da steht, ist Enza. Der wird aber jetzt Probleme bekommen. Oh, oh. Oh, oh. Sieht er den Spieler? Und Rainy ist schon bereits aus der Tür draußen.
So. Forum jetzt eingenommen. Jetzt geht man Richtung Rampe. Rainy kann den Frag außen noch setzen. Wer steht da unten? Das ist... Oh Mann, ich war nicht mehr drauf. Das war Kalzer. So, ein schöner Frag da. Und kann Jekam... Nein, kann den Frag nicht setzen. Kingo alleine gegen zwei. Er hat aber nur noch so wenig HP. Und jetzt kann man die Runde hier holen. Party Astronauts mit der Anti-Eco. Beziehungsweise mit der Eco. Eco gegen Eco. Erst die Eco für GamePub, dann die Eco für Party Astronauten. Jetzt gucken wir mal eben. Hallo? Bei mir funktioniert das Scoreboard nicht. Kennt jemand den Bug mit dem Scoreboard, dass das nicht funktioniert? Naja, ich reconnecte ganz, ganz kurz. Nö, ich sehe es immer noch nicht. Also, wenn jemand den Bug kennt mit dem Scoreboard, einmal melden. So, 4 zu 1. Die Runde wurde sehr schnell erledigt. Auflösung ändern, okay. Ah ja, vielen Dank. Dann funktioniert jetzt alles wieder. So, nächste Crypt Round auf jeden Fall für GamePub. Wir sehen, wo es jetzt hingeht. So, und jetzt geht's zum Zugriff. Schön gegengeflasht hier von Party Astronauts. Erster Frag sitzt jetzt auch schon wieder bei Kalza. Black Magic mit dem nächsten, Rain auch mit dem nächsten und Kalzer kann hier auch noch einen weiteren rausnehmen. Und jetzt ist es Nininho, der alleine gegen 5 ran muss. Das wird er niemals auf die Reihe kriegen. So. Bei der Eco sieht man jetzt einen Außenzugriff. Alle ziehen gleichzeitig rum. Die ABP muss sich erstmal defensiv verhalten. Ja, und wird auch rausgenommen. Also eine sehr schöne Eco gegen den Außenbereich. Und jetzt gerade veraimt man auch noch hart. Und verliert damit noch eine weitere Waffe. Aber Nininho ist der einzige Spieler, der noch überlebt. Und der kann mit der ABP eventuell sogar noch Schaden anrichten. Oh, er sieht oben den Spieler. Oh, veraimt aber. Bisschen mehr Zeit gelassen, da wird das Ding gegessen. Und damit die 6. Runde für Party Astronauts. Astronauts. Astra Rotlichtnauts. So, Enza hat jetzt außen alles zugesmoked. Und der schießt einfach mal durch, ey. Eieiei. Ei, ei. Guter Call. Auch die HE sitzt. Rainy auch schon runtergeschoben. Das heißt, Rainy, wichtiger Mann.
Und der hat jetzt echt Schwierigkeiten, weil er jetzt echt von mehreren Seiten angegangen wird. Gute Flashes, gute Granaten. Jetzt wird in der Smoke gelegt. So, Ink konnte zumindest einen Strainy rausnehmen. Aber jetzt gibt es den Retake. Aber gerade stehen die Spieler sehr gut von GamePub. Oh, und Black Magic kann den Faktor nicht machen. Und Emmy setzt da auch nochmal das Ding. Also, der Go hat sehr, sehr gut funktioniert. Wussten ganz genau, wie die Granaten gemacht werden müssen. Nino springt da einfach mal durch die Smoke, völlig auf Gas. Und kriegt gerade so den Spieler umgeholzt. Zweite Runde für GamePub. So. Da schießt Black Magic sogar die Fenster auf. Wahrscheinlich wissen sie, dass GamePub Granaten über die Fenster wirft und sie für die entscheidend sind. Weil die Fluglinie wird selbstverständlich beeinflusst durch die Fenster. Und kann damit ganz andere Granaten verursachen. So, Enzer außen wieder mit dem AWP First Track. Nico sieht außen den Spieler. Und dass jetzt da Rainy rumzieht, ist eigentlich extrem gefährlich gewesen. Aber er kriegt den Frag. Ja. Und dann kann Jakem Bubs noch die letzten beiden Spieler mit der Autosniper rausnehmen. Und damit haben wir das 7 zu 2 für die Party-Astronauten. Und GamePub kann sich trotzdem noch equippen. Also nächste Runde, entscheidende Runde. Wenn GamePub diese verliert, geht's in die nächste Eco. Kalzer sehr offensiv an der Rampe. Hat da symbolisiert, dass er da offensiv alleine in der Rampe steht. Und möchte wahrscheinlich so ein bisschen die Gegner locken. Will sie da baiten. Und außen wird Enza rausgenommen von YNK. Das war ein ganz, ganz wichtiger Frag. So, Jakem schiebt komplett nach außen. Holt den Frag da. Gegen außen. Jetzt muss Kalzer unbedingt ein oder zwei Frags haben, sonst ist die Geschichte erledigt. Boah. Nino, was der da drückt, ey. Starkes Brett. So, ein Black Magic und Rainy wissen gar nicht genau, wo sie hingehen sollen. Und GamePub entscheidet sich. Unter Cat. Cat hoch. Black Magic. Kriegt den ersten Brett von Nico, zweite Brett von Nico. Der letzte Spieler ist Jakem Bubs. Und der kann da die Köpfe nicht abaimen. Sollte vielleicht seine Autosniper durchbringen. Gucken wir aufs Geld. Naja, sie können komfortabel nochmal kaufen. Aber trotzdem, so ein Autosniper ist ja auch nicht günstig. Aber Nico mit dem dritten starken Headshot. Und holt damit auch die dritte Runde für sein Team. So, nächste Runde, wieder full equipped. Diesmal Enzer außen unterwegs mit AWP. Ja, Kalzer Smoke gegen Richtung Halle. Gibt es einen schnellen Zugriff, ja oder nein? Ah, scheinbar geht es Richtung Rampe. Und Rainy ist schon unten, der muss jetzt umstellen. Oh, sehr schön. Ist jetzt schon im Toxic drin. Ne? Ganz, ganz wichtige Position, die er da eingenommen hat. Vor allen Dingen vom Timing her. Damit werden sie niemals rechnen. Doch, jetzt hat er zu früh die Türe aufgemacht, wird sofort rausgenommen. Also das war nicht nachvollziehbar, muss ich ehrlich sagen. Und alle Spieler von GamePub sind low. Enzer mit der AWP.
Oh, ne, Nino. Holt die Runde für sein Team. Ganz stark. Hat er wirklich das Zeitintervall perfekt ausgenutzt bis zum Ende. So, erste Eco von Party Astronauten. Und vier Runden auf der Terrorseite sind auf jeden Fall schon stark. Damit kann man leben. Die fünfte Runde wird jetzt höchstwahrscheinlich hier folgen. Ich glaube nicht, dass Party Astronauten hier die Runde gegenhalten können. Sie schieben hoch. Der einzige, der da steht, ist Ensa in der Main. So, mal gucken. Können wir den Frag setzen? Ah, sehr schönen Frag hat er da gesetzt. Hätte wahrscheinlich sogar noch warten können, wenn er den Durchblick gehabt hätte. Sehr schöner Frag. Auch noch von Cat kommt jetzt noch der nächste Frag. 2-on-2-Situation. Also vielleicht war ich da zu vorlaut. Keine HE-Granaten mehr. Eine Smoke haben sie noch. Bombe wurde gepickt. Das gibt's einfach nicht. Oha, Nico 21 HP. Und hätte er den Frag geholt, Kalzer hat den anderen auch noch geholt. Ganz, ganz, ganz knappe Runde. 7-5. Aber GamePub steht und hat die fünfte Runde auf ihrem Konto gut geschrieben. So, Ensa kriegt den Frag nicht, mit AWP hätte er wahrscheinlich gehabt. Wird aber weiterhin Druck außen aufgebaut. Jetzt warten sie erstmal ab, lassen sich ein bisschen Zeit, spielen mit Granaten. Also GamePub gerade auf der Terrorseite sehr dominant, sehr stark. So, ein GamePub verliert diese Runde sogar noch. So, auf dem Dach steht Nico, den Step hat er auf jeden Fall gehört. Und ein Päuschen. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Pause geht. Auf jeden Fall Zeit, nochmal ein paar Fragen zu stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Fragen eben gestellt worden sind. Können jetzt gerne wieder gestellt werden, dann habe ich jetzt Zeit zum Antworten. Also haut raus.
Das ist zu privat, die Frage. Sehr Sekunden. Wie pro Star findest du das Spiel langweilig? Nee, was ist langweilig? Nein, finde ich nicht. Aber ich bin jetzt auch schon, ich glaube, 6 Stunden am Stream. Welches Team gewinnt deiner Meinung nach die EMS Katowice? Puh. Schwer. Kann ich leider nicht zu sagen. Dein Lieblingswaffenskin? Ich glaube, das ist. Also hier die Desert Eagle Blaze finde ich ziemlich gut. Habe ich gesehen, die AWP Asimov. Die fand ich richtig geil. Und sonst Karambit Fate oder sowas. Das finde ich auch ziemlich gut. Sonst noch Fragen. Leider gibt es hier keine Hintergrundmusik oder keine Hintergrundsounds auf dieser Map. Da ich die CZ noch nicht gespielt habe, bin ich noch bei P250 und bisher hat sie mich auch nicht so überzeugt, was ich so gesehen habe. Aber vielleicht können wir das ja echt an die Community weitergeben, was die für eine Meinung haben. CZ oder P250, schreibt es in den Chat und sagt, was euer Favorit ist. MP oder Galil Farmers? Puh. Grundsätzlich Galil Farmers, aber MP gibt halt viel Geld. Ja, was soll ich über DDoS-Angriffe denken? Ist halt einfach nur der letzte Abschaum, wirklich. So behindert kann man einfach nicht im Kopf sein. Ich weiß nicht, welche Intention die Leute dahinter haben, ob es einfach nur der pure Hass ist oder ob es einfach nur Ärgern sein soll oder ob es wegen der CSGO-Launch ist oder was auch immer. Für mich ist das auf jeden Fall Unterschicht. Ganz, ganz schlimm, wenn man sowas macht. Und da brauche ich nichts weiter zu sagen. Ihr trefft nichts außer die Gebäude dahinter. Ich denke nicht mehr, dass ich noch Isaac spielen werde danach. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch geht. Wenn GamePub die Map jetzt noch holt, dann kann es ja noch Ewigkeiten dauern, falls es noch Overtimes gibt. Warum kann NiP nicht mehr so krass aufspielen wie anfangs? Wieso, warum sind die anderen Teams damals nicht? Ich denke, NiP hat einfach die richtige Entscheidung sehr früh getroffen. Die haben ja schon in der Beta, sind die ja schon umgestiegen und haben das Spiel gespielt. Und haben einfach, wurden komplett dafür vergütet, es Vollzeit zu spielen. Haben damit einfach einen großen Trainingsvorsprung gehabt. Den konnten die anderen Teams mittlerweile aufholen, beziehungsweise sich viel abgucken. Und vor allen Dingen, es gibt kein einziges Team auf der ganzen Welt, von dem es so viele Demos gibt wie NiP. Also so viel Material, so viele Demos wie von NiP gibt es einfach nirgendwo sonst von irgendeinem Team. Also dementsprechend stellt man sich selbst darauf ein. Keine Frage. So.
Enzer, letzter Spieler gegen 2. Und YNK mit dem Ultra-Headshot zum 6:9. Also 6 Runden als Terror auf Nuke sind auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt geht's los. Also Party Nauts, da ist irgendwer gedroppt. Der Kalzer ist jetzt wieder da. Und es geht ab in die Piste. Und mal sehen, wer diese hier gewinnen kann. Die erste ging an Party Astronauts. Mal sehen, wer die zweite macht. So, es gibt einen schnellen Zugriff Richtung Halle. Da sehen wir Enza. Enza mit dem Frag Richtung Cat. Enza mit dem zweiten Frag Richtung Cat. YNK versucht da irgendwie den Frag zu machen, aber nein, er schafft es nicht. Und dann ist es nur noch Nenino, der jetzt hier den Spot halten muss. Gegen 4. Wenn dann jetzt nicht instant 1 Klicks kommen, dann wird das nichts mehr. Einen hat er gesetzt. Und der zweite, da reicht schon nicht für. Party Astronauts mit 2 Pistols in diesem Match und das sollte auf jeden Fall ein guter Beginn für diese Partie sein. So, da kommt er nicht auf den Rock drauf, auf das Silo. So, schöner Frag von Nico. Den ersten Spieler hat man schon mal rausgenommen, Enza. So, und jetzt kommt Party. Party Nauts kommen aber hier. Eieiei. Boah, schöner Frag von Nino. Und jetzt mal gucken. Wir müssen den Spot eigentlich gut halten können. So, Rainy kriegt da den Spieler und Nenino bringt die AK durch. Auf jeden Fall schon mal Geld. Kann dann in dieser Runde auf jeden Fall mit der Waffe schon viel Schaden anrichten. So, ganz schnelle Eco. Und 12:6 für Party-Astronauten. Aber das heißt ja nichts. GamePub ist ja eben nach einem 14:9 auch nochmal zurückgekommen. Aber konnte dann in der Overtime nicht gegen die Party-Astronauten gewinnen. Rainy weiß nicht, dass da unten YNK steht und wer kann jetzt den Frag machen, YNK oder Rainy? Rainy wurde rausgenommen von Nico, also die beiden haben sich da sehr gut supportet.
So, und jetzt ist halt die Frage, jetzt muss man darauf hoffen, dass Gamepad einen Fehler macht. So, der Neo sieht da den Spieler, schiebt es komplett weg. Also man lässt da Partynauts den Raum und man forciert natürlich, dass sie sich auf einen Spot fixieren und man selber als Team da geschlossen gegenhalten kann. So, Jakembas oder Jakembabs muss natürlich jetzt hier gucken, dass er irgendwie noch einen Frag setzen kann. Aber eine gute Position oben von dem Catch-Spieler. Da wird er gleich die Fresse voll kriegen. Ja, KGR kann ihn da rausholen. 18 Sekunden noch auf der Uhr. Und Black Magic, letzter Spieler, der überlebt hat. 7 Runden für Gamepub. Und genug Geld für Partynauts, um hier komfortabel zu kaufen. So, eine Neo, gute Position gewählt. Kann jetzt viele Ansagen und gute Flex machen. Oh, wow, 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 wow. Oh nein, ey. Hat ein ganz, ganz böses Movement. Aber die Frags wurden schon von seinen Mates gemacht. Und damit die 8. Runde und die nächste Eco für die Partynauts. Also, 12 zu 8 overall. So, KGR und Nenio halten hier die Rampe. Oh, 2 Waffen kann man jetzt hier rausnehmen. Oh, 3. Waffe kann man hier rausnehmen. Tour-on-Tour-Situation. Nico ist unten schon im Toxic und Abby ist oben Cat. Also, die Runde ist hier doch machbar. Aber Gamepub spielt es richtig aus. 60 Sekunden hat Party Astronauts noch, um die Runde hier für sich entscheiden zu können. So, Jakembabs schließt erstmal ein paar Bereiche aus. Hat Enzan noch eine Granate? Ne, hat er nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. 11 HP bei Nico. Und Enza kriegt ihn mit seinem Spray nicht down. Damit 9. Runde für Gamepub. Aber starke Eco von Party Astronauts. Konnten dann nach 2 kassierten First Tracks echt noch zurückgehen. So, Rampe sind sie durch. Bisher noch nicht ein einziger Abtausch, noch kein Fack. Weil Black Magic kann da gute Banks setzen oben. Jetzt die Frage, wer kann jetzt hier den Klatsch machen? Ey, warum wechselt denn jetzt da der Autodirector? Okay, er sieht den Spieler. Kann da Kalzer rausnehmen, der gerade in den Schacht reingegangen ist. 3-on-3 Situation, sehr schwierig für die Party-Astronauten hier. Die Runde noch für sich zu gewinnen. Ja, jetzt ist es einfach nur noch die Frage, wer aimt besser? Woher kommen die alle? 2 aus dem Schacht und einer von hinten. Der hinten ist rausgenommen. Die beiden Schachspieler kommen jetzt raus. Und jetzt gibt es hier die Tour-on-Tour-Situation. Kann Jakembs noch einen Spieler holen? Nein, Enza ist der letzte Spieler. Kommt über den Schacht. Wow! One-Shot des Lebens. Und damit hat er jetzt eigentlich die Runde kassiert. Jetzt hat er die Runde gewonnen. Sehr schön von Enza gespielt. 13. Runde für Party-Astronauten.
Wir gucken aufs Geld von GamePub. Ja, die können auf jeden Fall kaufen, können legen. So, Jackham. Oh nein, da verliert er die Bombe. 2 gegen 2 jetzt. Konnte die Bombe aber jetzt picken. So, und Drainy, den letzten und damit die 14. Runde für die Party-Astronauten. Und das Ergebnis, das kennen wir. 14 zu 9 haben wir eben schon gesehen. Und da kam GamePub zurück mit 6 Runden in Folge. Also mal gespannt, ob sie das wieder können. So, da gab es jetzt gerade ein Missverständnis. Kalzer ohne Waffe. Und das muss natürlich nicht gerade sein in so einer Decider-Runde. Vor allen Dingen aber GamePub in der Eco. Bedeutet, die 15. Runde müsste eigentlich safe sein. So, Austausch vorhanden. Enza kann mit dem nächsten, aber Emi und Nico kriegen hier die Pistol Frags und jetzt könnte es hier nochmal eng werden. Oh, und der nächste Frag und dann ist es nur noch Black Magic und der wird schon wieder rausgenommen. GamePub startet ihr Comeback. Lol, wird da von der Granate geblockt. Den Neo noch bei 63 HP, weil er in der Luft runtergefallen ist. Ja, und Party-Astronauten sind jetzt in der Eco. Also so schnell kann sich hier das Blatt wenden. YNK mit dem ersten Frag. Jetzt ist man trotzdem Rampe schon durch. Der Neo wartet da. Er wird wahrscheinlich jetzt den nächsten Kontakt haben. Ah, schiebt aber jetzt komplett zurück. Also spielt das der diszipliniert. Boah, was der drückt. Was dieser Jackhams drückt. Einfach höchst illegal. Höchst illegal. Enza schiebt jetzt schon hinter Schächte. So, auf dem bleiben wir jetzt auch mal, Enza. Nico rausgenommen. Jackham schon wieder mit dem nächsten Frag. Ey, was der drückt. Und jetzt ist es nur Kalza alleine gegen zwei und das kann er nicht holen. Dafür haben die zu viel HP. Das ist die Problematik dahinter.
Und damit die 11. Runde für Game Prep, aber sehr, sehr knappe Runde schon wieder. Und jetzt kommt hier wirklich nochmal ordentlich Würze ins Spiel. So, schneller Halle Go, schneller Halle Rush. Nico steht da aber. Wird aber rausgenommen. Hinter Spot nun Emi rausgenommen. Jetzt gibt es hier wirklich das Refrag-Verhalten ohne Ende. Sehr vorbildlich. 2 gegen 3 Situationen. Jetzt ist es nur die Frage, wer hier die bessere. Das bessere Upgame hat. Boah, YNK drückt ihm sofort ins Gesicht. Jakembops, der kann alles machen. Auf dem bleiben wir jetzt auch und schauen, ob er das Ding hier noch wenden kann. So, und damit die Runde auch wieder abgegeben. Und damit wieder mal 3 Runden in Folge bei GamePub beim Stand von 14:9. Wieder ein Halle-Go, diesmal bei einer Eco. Und Nico und Emi, die halten das. Da gibt es wenig Diskussion. 14:13. 4. Runde in Folge. Und Party-Astronauten müssen jetzt loslegen. Ja, starkes Comeback wieder mal von GamePub. Genauso wie auf der anderen Map. Da haben sie 6 in Folge geholt. Also haben wirklich die 15. Runde noch safe gespielt. Und dann hat Party-Astronauten nochmal ordentlich Gas gegeben in der Runde. Mal sehen, wie es diesmal passieren wird. Was spielen sie jetzt in dieser Runde? Wieder ein schneller. Ne, dann nicht. Machen sie einen Fake. Aber da stehen natürlich 2 an der Halle, an der Rampe. Nino kann sogar einen durch die Smoke gönnen. So, und Jakembops, der selber immer für kontroverse Szenen gut ist, ist jetzt am Rumflamen, weil er mal durch die Smoke kriegt. Ist auch immer interessant. Aha, da wird also hart geflamed nochmal. Ein bisschen hinterfragt, wie das passieren kann. So, Nico. Der kann den ersten Frag schon mal setzen. Nico Lignon. YNK von hinten. Und jetzt sieht man hier höchstwahrscheinlich die 14. Runde für GamePub. So, die Spots werden alle, die Posis alle, normal angeaimt. Man versucht hier die First Racks zu erzwingen. Dann kann Party Astronauts hier
erfolgreich werden. So, Enza außen mit AWP. Und YNK auch mit AWP unterwegs. Also gehen wir auf Enza und uns das Duell genauer an. Na? Dann vielleicht doch lieber auf YNK. Nein. Dann geht's lieber in den Auto Director. So, YNK mit dem ersten Frag an der Rampe. Boah, schön von Enza. Jetzt geht's hier in halbes Split, aber die Spieler stehen. Nico mit zwei Frags und Enza der letzte gegen drei und Nico mit dem vierten Frag. Und damit kann GamePub hier die nächste Runde für sich entscheiden. Und Partynauts müssen wieder mal versuchen, die Overtime an sich zu reißen. Also 50 Fragezeichen sind auf jeden Fall nicht... Oh, das hast du gut gemacht, sondern 50 Fragezeichen ist, what the fuck, wie ist das bitte passiert? Hat er gesagt, einfach random und er schreibt, komisch, NS. Also, das ist auf jeden Fall ein Hinterfragen, ein Flame. So, YNK nimmt Enza raus. Jetzt sind es nur 4 Spieler gegen 5, die jetzt hier nochmal eskalieren müssen, um ihr Team in die Eco, in die Overtime zu holen. So, und Rainy macht das Unmögliche möglich. Schon mal 2 Fricks. 3 Fricks. Alter, Rainy jetzt nochmal mit Einzelskill. Extreme Eskalation. Jukems drückt auch noch einen und Kongor hier. Der letzte und kriegt von Jukems auch nochmal den Headshot. Also, nächste Overtime hier. In diesem Spiel 15 zu 15, genauso der gleiche Verlauf, 14 zu 9 und dann 6 Runden von GamePub und die letzte geht wieder an die Party-Astronauten. So, erste Frag wieder YNK. Außen. So, Rampe-Kontakt. Rainy ist schon wieder durch. Wo der Lümmel auch immer herkommt. Wenn er kommt, gibt es Headshot. Dann gibt es richtiges Backenfutter. Und jetzt könnte das Timing schlecht sein für ihn. Aber nein, er drückt schon wieder Ultra-Headshot. Also, das heißt Ultra-Headshot. Aber er macht auf jeden Fall alle Frags, die er machen muss. Und die macht er jedes Mal mit schönem Headshot. Uiuiui. Da hat es nicht gesetzt, dann bleiben wir mal auf Jukems. Jukems gibt den Frag auch nicht. Oha. Was? War das knapp, Mann, ey. Also da war es echt richtig knapp.
So, Karl zerkriegt den Frack nicht, aber außen hat man schon viel Gas gemacht. Trotzdem kann man viel ansagen. Ja, und Black Magic gibt jetzt auch nochmal schön den Headshot. So, und Jekam Bobs steht da hinter den Schächten. Warum macht er jetzt was? Warum macht er jetzt was? Warum? Es gibt überhaupt gar keinen Grund, etwas zu machen. Aber Rainy, der regelt, der drückt nochmal Headshots. Wird nochmal gegengeflasht. Black Magic wird rausgenommen von Nico. Und jetzt muss Ensa alleine gegen drei. Boah, und hätte es fast noch hingekriegt, aber nein. Die Runde geht an GamePub. So, ne, Nino 61 HP, hat versucht da durchzusprayen. Jetzt wird hier überall nochmal schön gebankt, aber da oben auf dem Cat ist überhaupt gar nichts. Ich dachte, Rainy drückt jetzt da seinen eigenen Mate nochmal ordentlich auf die Backen, ne? So, YNK außen wieder, ist auch ein Garant für Frags. Können wir gleich mal auf die, ja hier, YNK 21, na gut, so viel hat er noch gar nicht. Und YNK mit dem nächsten. YNK kriegt ihn dann nicht, aber Rainy wieder unterwegs. Und Rainy schon wieder mit dem nächsten. Also der ist so richtig on Fokus. Sieht so aus, als müsste er schlafen gehen. Ja. Und jetzt hat man Tour-on-Tour-Situation Bombe liegt. Kleiner Vorteil damit bei Party. Ja, und Rainy sowieso wieder mit dem nächsten. Also Rainy, der ist so ultra-tilt. Dritter Frack schon wieder in dieser Runde. Und Black Magic holt sich den nächsten. 17 zu 6, 2 zu 1 in der Overtime. So, Frag-Austausch ist stattgefunden. Nico jetzt mit dem nächsten. Damit über zur Situation wieder bei GamePub. Gehen wir auf Nicolinho. Der sieht jetzt da den Spieler. So, Rainy aus dem Spiel. Somit hat GamePub schon mal gute Karten für die Runde. So, ne, Nino. Nino kann den Frack setzen. Aja Camps ist noch da und der hat auch schon hart gedrückt die letzten Runden. Ja, gucken wir mal. Kann GamePub PC wieder die Runde machen? Eigentlich müsste es ja jetzt 3 zu 2 gleich für GamePub stehen und dann 4 zu 1 für Party-Astronauten. So war es ja auch im letzten Spiel. Dann wäre es komplett identisch vom Rundenverlauf gewesen. Und Emi mit den nächsten zwei Fracks. 17 zu 17, 2 zu 2 in der Overtime. So, schöne Banks da. Nico zumindest auf 14 HP nochmal runtergeschossen. Also 14 HP abgezogen. So,
YNK wieder mit dem Frag aus. Also, dass sie den da nicht irgendwie, also, dass sie da nicht mal mehr Granaten werfen, nicht mehr Smokes werfen, um endlich mal gegen außen dran zu kommen. Ja, mach ich gleich sofort. So, und es scheint wohl hier ein... Oh, krass. Ein Bang. Jetzt gibt's hier den Halle-Zugriff. Gegen 5 Leute. 2 Mann sind noch am Überleben. Emmy und... Ne. Flawless-Runde hier für GamePub und wieder 3-2. Also genau wie eben. 14-9 vorgelegt bei Party Astronauten. Dann hat man 15-14 gespielt mit GamePub. Man konnte dann Party Astronauten noch das Overtime retten. Jetzt die erste Hälfte von der Overtime. 3-2 verloren und eben haben sie die Overtime mit 4-1 gewonnen. So, hier ist das Scoreboard. Rainy mit 34 Tracks, Jack Camps mit 29, Blackmagic mit 20, Enza mit 23 und Kalza nur mit 6 Tracks gerade in den letzten Runden. Und Nico mit 35, YNK 23, KGR 22, Nenio mit 19 und Emi mit 22 Fracks. Das war nicht aufdringlich, aber danke für das Verteidigen. So, Kalza mit dem ersten 2 Fracks. Rainy mit dem nächsten. Dann hat man den Spot jetzt erstmal eingenommen. Nenio und YNK müssen jetzt gucken, dass sie den Spot irgendwie halten können. Wird aber schwer. Nenio jetzt alleine gegen 4 Bombe liegt. Und damit sollte es eigentlich die erste Runde für die Partynauts werden. Ja, man überlebt mit 4 Waffen. Und damit schon direkt mal der Ausgleich hier in diesem Spiel. 3 Runden für den Sieg. 2 Runden um die nächste Overtime. Schon mal safe zu haben. So, Enza auch außen, die Deckung. So, jetzt geht's außen wieder runter. Das haben wir eben schon gesehen. Den Go, der hat funktioniert bei GamePub. Da hatten sie wenig Möglichkeiten, dagegen zu halten. Da wurde der Spot zugesmoked. Flash ist verteilt und dann ging's los. So, man geht wieder weiter. Und wir fokussieren uns auf Rainy und Blackmagic. Rainy und Blackmagic. Blackmagic jetzt wieder mit dem ersten. Bombe liegt diesmal. Der zweite ist auch geholt. Der dritte auch geholt. Sehr stark gemacht. So, Rainy jetzt mit Schwierigkeiten. Wird aber supported von Blackmagic selbstverständlich. Jetzt sehen wir die beiden Spieler hier im Schach. Warum jetzt Enza jetzt so viel Druck da aufbaut, weiß ich nicht. Die Bombe liegt doch bereits. So, jetzt müssen Emi und KGR irgendwie versuchen, auf die Fracks zu kommen. So, und damit die Runde für die Party-Astronauten. 19-8, 2-1 in der zweiten Hälfte. So, YNK kann den Frag setzen. Rainy. Aber wieder erfolgreich da im Abgang. So, jetzt geht's runter und Rainy steht am Fenster. Also, wenn einer hier was machen kann, dann der.
Holt den Planter. So, Ninino, Ninio. Geht er in den Schacht, kann einen Spieler holen. Den zweiten, oh Gott! Kriegt er nicht mehr. Und dann ist es noch YNK mit 18 AP. Und Drainy steht am Fenster. Und das kann er eigentlich nicht mehr holen. Das kann er nicht mehr holen. Ja, 20. Runde für Party-Astronauten. Zwei Matchbälle für den Overall-Sieg. So, Enzer mit den nächsten Tracks. Und damit ist es nur noch 2 gegen 5. 1 gegen 5. Und damit sollte dieses Match an die Party-Astronauten gehen. Das war's, meine Damen und Herren. Das Spiel ist aus. Damit.